Das Leben steckt voller Rätsel. Warum passieren die entscheidenden Dinge immer dann, wenn man nicht hinschaut? Wir können nicht alles erklären, aber wie Sie mit uns Geld ansparen, anlegen und vorsorgen können, schon. Lassen Sie sich beraten bei Ihrer Volksbank Raiffeisenbank. Geld anlegen, klar gemacht. Union Investments. Besuchen Sie uns im Internet. Leipzig geht mit einer Weile Tom Kraus in Führung 1:0 in der zweiten Spielminute. RB Leipzig. Wir kommen pünktlich zum ersten Tor der Leipziger. 3:0 gehen sie in Führung. Hier in der Partie. Sieger, erster Spieltag. Verlierer, erster Spieltag. Leipzig 3:2 gegen Arminia Nürnberg mit 3:4 gegen Wolfsburg. Verloren und jetzt die Leipziger an Front. Und jetzt auf dem Vormarsch. Vielleicht zum 2:0, schöne Mitnahme, aber. Murat Mamudov bekommt den Ball nicht ganz kontrolliert. Dafür im Gegenzug die Nürnberger. Guter Spielbeginn hier. Hoch und runter das Ding in den ersten 3 Minuten. Schiedsrichter dieser Partie wieder Christoph Gerling vom VfL Frohheim. Und es bleibt auch im drittletzten Spiel oder während des drittletzten Spiels bei den besten Noten bisher, die werden die Schiedsrichter vergeben können. Das 2:0, das war recht einfach. Für Murat Mamudov. Die vierte Spielminute. Leipzig setzt einen Lauf durch Murat Mamudov. Schnelle 2:0 Führung für die Ostdeutschen. Turnierteilnehmer. Der Ball quer gespielt, gute Möglichkeit, aber jetzt war Jonas Brandt, der Keeper der Nürnberger, zur Stelle. Dieser Torwart der Leipziger, Joshua Weking, kommt aus dem Kreis Minden. Also einer von hier aus dem Mühlenkreis. Im Internat in Leipzig wohnhaft. Natürlich für ihn auch eine tolle Geschichte, hier einmal in seiner Heimat zurückzukommen für so ein tolles Fußballturnier. Gute Aktion wieder. Chance für Kevin Reschnitschenko. Freistoß Leipzig. Ist eine gute Aktion, aber wieder. Das ist Jonas Brandt, der vorhin schon im Duell gegen die Wolfsburger ein tolles Spiel gezeigt hat. Und jetzt dreimal richtig zur Stelle war, auch wenn er eben beim 0:2 nicht wirklich gut aussah. Jetzt die Nürnberger im Umschaltspiel nach vorne, aber David Pisanu mit dem ungenauen Abschluss für die Franken. Wieder Leipzig. Also das geht hier noch rauf und runter. Ball wird angerollt, Spieler läuft los und ab in die gegnerische Hälfte. Jetzt die Riesenchance und schön nochmal reingeloppt. Den Ball zum 3:0. Tom Kraus. Schön gemacht. Ganz cool geblieben. Und Brandt keine Chance gelassen. Trainer Michael Bischoff unzufrieden. Und die nächste Chance für die Leipziger, Murat Mamudov.
Nürnberger in der Bayernliga auf Tabellenplatz 3. 5 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Ingolstadt, 3 Punkte auf Unterhaching. Dazu muss man sagen, dass Ingolstadt und Unterhaching jeweils mit ihren U17-Teams in dieser Bayernliga spielen. Die U17 vom FC Nürnberg spielt in der Bundesliga Süd, dort allerdings auf dem Abstiegsplatz. Direkt hinter der U16 des 1. FC Nürnberg stehen die U16 von Greuther Fürth, dem großen Rivalen, und 1860 München. Also prominente Besetzung in der Bayernliga. U16-Trainer Bischof, wir stehen ihre Hauptaufgabe, die Jungs vor allen Dingen vorzubereiten auf die U17-Bundesliga. Und zwar in den drei Hauptkomponenten: athletisch, technisch und taktisch. So gesehen also der Tabellenplatz, ob jetzt 3, 4 oder 5, gar nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass die Jungs eine Menge mitnehmen und bestens präpariert in die Bundesliga der B-Jugend ankommen. Langer Ball jetzt wieder abgefangen. Leipzig hat eine gute Tiefenstaffelung da hinten. Räumt immer wieder die langen Bälle ab. Ist schwer, Gegenangriffe zu starten gegen die Leipziger. Die Leipziger in der Regionalliga auf Platz 6. Es könnte jetzt unter den ehrgeizigen Ansprüchen der Leipziger sein. Jetzt kommt ein großes Aber. Die Leipziger haben 2 Spiele weniger als viele andere Mannschaften vorne in der Tabelle. Würde man die beiden ausstehenden Spiele gewinnen, dann wäre man punktgleich mit Hertha BSC Berlin und Hansa Rostock. Und dementsprechend dann mit auf Platz 1. Das ist natürlich der große Anspruch der Leipziger im Jugendbereich. Maximaler Erfolg für die Jugendteams. Ein einheitliches Spielkonzept für alle Jugendteams weltweit, die unter der Flagge Red Bull laufen, auch wenn der Name natürlich hier anders lautet. Anderem in Österreich, mit Salzburg, in Brasilien, in New York und in Südafrika gibt es Stationen der Red Bull Jugendakademien. Wer den Pay-TV-Sender Sky abonniert hat, da lief zuletzt eine spannende Dokumentation über das Nachwuchsleistungszentrum der Leipziger, das größte, modernste in Deutschland. Klare Regeln für die jungen Spieler, beispielsweise im Erscheinungsbild, Tattoos, Piercings, sind untersagt. Man will die Spieler nicht nur sportlich, fußballerisch, sondern auch menschlich, charakterlich weiterbringen und ausbilden.
4-Sekunden-Regel einmal vorbei. Die Nürnberger nutzen die Zeit zum Wechsel. Leipzig genauso, somit 8 neue Spieler auf der Platte. Die Leipziger wieder im Umschaltspiel nach Ballgewinn. Tolles Dribbling an der Seite, aber gute Parade. Und trotzdem geht der Ball ins Tor. Fabrice Hartmann. Was noch vorher klasse gemacht von Naut Pablo Mekonnen, der Kapitän. Tolle Einzelaktion. Für 4-0. Und damit 2:20 vor dem Ende wohl die Entscheidung für Leipzig. Als die Leipziger wischen bei ihrer Turnierpremiere. 6 Punkte Start. Nürnberg 13 Teilnahmen. Gehen mit 0 Punkten aus den ersten 2 Spielen. Ähnlich wie Arminia Bielefeld. Die werden dann morgen, ja, in Anführungszeichen, Platz 3 ausspielen. Wechsel bei Leipzig. Leipzig führt deutlich und beginnt in den letzten Sekunden. Letzte Minute des letzten Spiels in Gruppe 3. Dann haben wir noch 2 Partien vor der Brust, bevor der Tag 1 auch schon wieder beendet ist. Gleich nochmal mit Hamburg, mit Schalke. Mit Stuttgart und mit Osnabrück. Und hier das 5:0 durch Jordan Born. Setzt nochmal ein. 30 Sekunden vor dem Ende. Ja, verdienter Sieg für Leipzig. Nürnberg war keine 5 Tore schlechter, aber insgesamt die Leipziger schon stärker, schon torgefährlicher. Dynamischer, körperlich stärker. Alles in allem ein würdig verdienter Sieg der Leipziger. Fünf Sieg Leipzig. Ab in die Werbung und dann geht's weiter mit Gruppe 4.